Servus zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Star Wars Galaxy of Heroes Video. Heute mit dem Freispielen des ultimativen Materials für Lord Vader. Wir haben bereits Rang 1, 2 und 3 besprochen, haben dadurch Lord Vader freigespielt. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, dass wir das ultimative Material sammeln. Wir bekommen zusätzlich in Rang 4 und Rang 5 jeweils ein Porträt und einen Titel. Die habe ich schon absolviert und eingesammelt für mich. Ihr seht hier, wir können Rang 4 und Rang 5 jeweils, sowohl als auch Rang 6, jeweils viermal spielen hier unbegrenzt. Zwar spielen, aber nur viermal Belohnungen einfahren. Das heißt, wir bekommen jeweils pro Rang 4 ultimative Materialien. Und das heißt auch in diesem Fall, ihr seht hier an den Balken, ich habe schon 1, 2, 3-mal gespielt, jeweils 3-mal Rang 4 und 3-mal Rang 5. Wir haben ein One-on-One. Jeweils in Rang 4, 5 und 6. Das heißt, wir spielen als den gewandelten, verwandelten Lord Vader von Gas in Lord Vader. Das heißt, wir haben ein anderes Aussehen in Form von Gas, der schon so ein bisschen dunklere Augen hat. Wir werden es gleich sehen. Wir spielen also nicht hier mit diesem Gewand. Wir spielen aber auch nicht als reiner Gas. Vom Aussehen her haben wir uns ein bisschen verändert. Von den Unterschieden zwischen Rang 4 und Rang 5 ist eigentlich nur, dass wir im One-on-One gegen Jedi Master Kenobi ihn jeweils auf 75 bei Rang 4 und bei Rang 5 auf 50% Gesundheit bringen müssen. Und das war's, dann ist der Kampf vorbei. Wir setzen jeweils keine ultimative Fähigkeit ein, sondern bringen nur den gegnerischen Jedi Master Kenobi auf einen bestimmten Gesundheitslevel und dann ist der Kampf automatisch vorbei. Was ich jetzt schon sagen kann, die Kämpfe sind genauso einfach wie Rang 1, 2 und 3. Da ist keine Schwierigkeit dabei. Das heißt, wir müssen keine Taktik befolgen, wir müssen uns nicht vorbereiten, gar nichts. Was ich nicht sagen kann, ist, welche Gearstufe euer Lord Vader braucht für Rang 5 und 6. Das weiß ich natürlich nicht. Meine ist bereits R7. Das heißt, ich habe ihn direkt nach dem Freispielen direkt auf R7 gebracht. Ich habe ihn also nicht irgendwie ausprobiert mit G12 in Rang 5 und 6. Dazu kann ich also nichts sagen. Aber ich denke, jeder wird vermutlich, wenn er schon so eine teure galaktische Legende wie Lord Vader angeht, auf jeden Fall ein paar Gear-Materialien zurückgelegt haben, damit er ihn relativ schnell dann auch R7 bringen kann. Ein kleiner Tipp vielleicht am Rande, bevor wir reingehen, benutzt erstmal mit eurem verwandelten Gas in Lord Vader erstmal Spezialfähigkeit 1 anstatt Spezialfähigkeit 2. Wir haben zwar keinen Autobutton innerhalb des Events, denn das Event ist so einfach, dass wir ihn theoretisch benutzen könnten und die KI würde vermutlich erst Spezialfähigkeit 2 benutzen. Das machen wir in dem Fall nicht, wir drehen es einfach ein Stück weit herum. Das liegt ein bisschen an der KI des Jedi Master Kenobi auf der anderen Seite. Wir sehen jetzt aber gleich in-game, was es für Auswirkungen hat. Im Grunde genommen könnt ihr aber nichts falsch machen. Also auch wenn ihr mit Spezialfähigkeit 2 anfangt, dem AOE und dem Setzen von Schaden über Zeit, es spielt keine Rolle. Also ihr könnt den Kampf nicht verlieren, im Grunde genommen. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn ihr jetzt mit einem G12 Lord Vader antreten würdet. Dennoch ist es relativ einfach, den Kenobi bei Rang 4 auf 75% zu bringen, als auch bei Rang 5 auf 50%. Das sollte kein Problem sein. Ihr werdet gleich sehen, das ist super, super einfach. Okay, dann gehen wir mal rein und wie ihr sehen könnt, der Gas ist so ein bisschen verwandelt. Ein Gas mit dunkleren Augen, allerdings die Fähigkeiten von Lord Vader und auch die Mods von Lord Vader. Hier bei mir bereits R7. Springen wir rein, investieren 70 Tickets. Und wie gesagt, ich würde jetzt nicht mit Spezialfähigkeit 2 beginnen, sondern erstmal mit 1. Im Grunde genommen spielt es aber keine Rolle. Der Grund ist, wir können hier Buff-Immunität setzen und Heilungsresistenz. Und das finde ich doch relativ wichtig, denn der Kenobi kann theoretisch ja Schadensimmunität setzen. Und wenn er das tut, dann möchten wir, dass davor natürlich Buff-Immunität gesetzt wird. Aber es ist, wie ihr sehen könnt, kein Problem, das waren 2, 3 Schläge, dann ist der Kampf schon vorbei. Wir haben das nächste ultimative Material. Auch audiotechnisch von den Effekten her wurde nichts groß verändert. Ich habe natürlich die Musik aus, klar, aus Lizenzgründen, aber bei den einzelnen Effekten, bei den Audioeffekten, sowohl als auch bei den visuellen Effekten, ist jetzt nicht wirklich was Spezielles für das Event vorbereitet worden. Okay, dann gehen wir weiter. Rang 4 haben wir damit vollendet. Gehen wir auf Rang 5. Wir haben noch 70 Tickets. Wir können also uns Rang 5 auch noch gleich angucken.
Und wie gesagt, hier müssen wir den Kenobi auf 50% bringen. Wir machen wieder ein One-on-One, investieren 70 Tickets, spielen wieder mit demselben veränderten dunklen Gas mit den Fähigkeiten von Lord Vader, denselben Mods. Wen es interessiert, der ist jetzt hier 577. Normalerweise ist der ein bisschen schneller. Ich wundere es gerade, warum der 577 hat, denn mein Lord Vader hat 581. Also irgendwo sind hier vier Tempowerte verschwunden. Egal. Es reicht dennoch locker aus. Also wie gesagt, wir müssen den Kenobi nur auf 50% bringen. Auch hier wieder, falls ihr das denn entsprechend anwenden wollt, erstmal die Spezialfähigkeit 1. Wenn es geholfen hätte, dann hätte Kenobi natürlich hier auch Buff-Immunität bekommen. Hat jetzt bei mir jetzt nicht ganz geklappt, ist aber nicht so wichtig. So, die Schaden über Zeiteffekte können nicht verhindert werden, trotz Zähigkeit hoch. Ihr seht hier, ist gleich mal 10 draus geworden. Dann kämpfen wir einfach weiter. Und haben den Kenobi eigentlich in 0, nichts auf seinen entsprechenden Gesundheitswert gebracht. 50%, das war's schon. Er ist in gelben Reich gerutscht. Und that's it. Keine weiteren Effekte, keine weiteren Show-Einlagen seitens des Events. Da haben sie sich also nicht so viel einfallen lassen. Auf jeden Fall ist nunmehr Rang 5 für mich auch zumindest auch beendet. Und ich muss jetzt noch zweimal Rang 6 spielen. Das zeigen wir aber dann in einem gesonderten Video, wenn ich wieder Tickets gesammelt habe. Zumindest habt ihr jetzt Rang 4 und Rang 5 gesehen. Und wie bereits gesagt, es hat sich nicht viel getan. Super, super einfach. Genauso wie Rang 1, 2 und 3. Ihr müsst ja also nichts groß verändern, auch strategisch nichts groß vorbereiten. Ihr könnt natürlich auch mit Spezialfähigkeit 2 beginnen. Nicht so wie ich angemerkt mit Spezialfähigkeit 1. Ihr könnt im Grunde genommen nichts falsch machen. Es war nur ein kleiner Tipp von meiner Seite, dass ihr erstmal mit der Buff-Immunität anfängt, bevor ihr die Schaden über Zeiteffekte setzt. Okay, dann war es mit dem heutigen kurzen Video zu dem Lord Vader Event und dem recht einfachen Rang 4 und Rang 5. Bis zum nächsten Mal wieder mit Rang 6. Servus und goodbye.